Hallo und willkommen von mir, Wolf Fuß und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Die Partie hat begonnen. Und er haut das Ding vor. Nee, so nicht. Ja, er liebt ja diese 1:1 Situationen gegen die Verteidiger. Das hätte sich doch denken können. Der letzte Ball kommt nicht an. Das kann interessant werden. Wieder ein Wurf für sie. Flanke. Der Ball kommt in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer. Statt Spielaufbau der frühe Ball nach vorne, so wird das nichts. Da treibt er den Ball weit vor. Starke Defensivaktion. Ein langer Ball nach vorn. Hier ist Sackgasse. Der ist schön durchgekommen. Ah, da muss der Ball besser kommen. Und der Ball ist draußen. Riesenmöglichkeit! Da ist es passiert. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Ein wirklich brillantes Tor. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Sie haben das Tor gemacht, jetzt müssen Sie einfach versuchen, den Gegner zu dominieren und Ihr Spiel durchzubringen. Weiter geht's mit einem Einwurf. Das war ein Foul. Was für eine riesige Gelegenheit. Schön verteidigt. Da treibt er den Ball weit vor. Der Ball ist über die Linie und das gibt Einwurf. Und Flankenwechsel. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Weit nach vorne. Und abgefangen. Der Ball kommt durch. Oh, jetzt zieht er auf. So, und das ist das Ende des ersten Durchgangs.
Sie machen einfach zu wenig Tore. Trotz einer guten ersten Halbzeit liegt man zurück ins Spiel nach vorne, muss mehr kommen. Wir beginnen mit den zweiten 45 Minuten. Gefahr fürs Tor. Er wird hier hervorragend bedient. Ein ganz langer Pass, trotzdem in den Fuß. Das war keine Abseitsposition, das war die Großchance. Und die lässt er liegen. Spiel, Freistoß. Das ist nicht gerade die optimale Entfernung, aber für einen, der richtig mit dem Vollspann draufhaut, läuft das vielleicht sogar noch unter Nahdistanz. Ein langer Ball nach vorn. Er schüttelt ihn einfach ab. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Und er haut das Ding vor. Ja, schmuckes Zusammenspiel. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Durch die Abwehr. Und er schießt. An der Eckfahne. Abgewehrt. Ah, gute Verteidigung. Gutes Defensivverhalten. Ein langer Ball nach vorn. Oder ist der Ballverlust? Er wartet auf die Flanke. Einwurf. Dann sehen wir also gleich den Wechsel, zumindest wenn ich die Aktion aneinander... Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion, aber war es innerhalb oder knapp davor? Also da darf man sich nicht beklagen und da hat er sogar noch Glück, dass der Schiedsrichter diesen Zweikampf sehr britisch auslegt. Unter kontinentalen Gesichtspunkten sind Menschen für solche Aktionen auch schon vom Platz geflogen. Und noch eine Chance an der Standardsituation. Viel mehr Chancen für einen Ausgleich, wenn sie so nicht bekommen. Das bedeutet Einwurf. Und er klaut ihm das Leder. Fantastisch gemacht. So kennt man ihn. Da lässt er den Abpfiff. Das Spiel ist beendet. Die Abwehr hat trotz des einen Gegentores eine starke Leistung gezeigt. Das kann man über die Offensive nicht sagen. Die haben hier heute wirklich einiges zugelassen.